Hallo Welt, da sind wir wieder, hier auf dem kalten Planeten Volt. Und wir schauen jetzt mal in unser Logbuch, denn wir haben zwei Aufgaben in der letzten Folge geschafft und da wollen wir weitermachen, wo wir aufgehört haben. Moment mal, Helios-Aufgaben waren das, meine ich, und dann Volt. World, wie ich sagen würde, aber Volt. Besiedelung von Volt, das machen wir noch lange nicht, da muss es erstmal wärmer werden hier. Reformation mit dem, ja, mit einem Ruhmsucher können wir auch später reden. Medizinische Lager, das würde ich ganz gerne machen, machen wir aber vielleicht auch eher später. Übergabe, Ort erreichen, laut einem Datenpad, ich löse mich mal ganz kurz ein, laut einem Datenpad, das sie in der Widerstandsbasis gefunden haben, treffen einige Vorratslieferungen nicht wie geplant ein. Eine nähere Untersuchung der Angelegenheit könnte ihnen möglicherweise weitere Hinweise liefern. Ja, das machen wir mal. Und danach, ja, es macht ja keinen Sinn, wenn wir das medizinische Lager jetzt auffüllen und dann wird das vielleicht wieder geräubert oder wenn wir uns mit der Familie treffen, das können wir alles später noch machen. Ich denke, das ist das Beste, was wir jetzt gerade machen können. Also machen wir das als nächstes und gucken mal, wo uns das jetzt hinführt. Aufgewärmt haben wir uns hoffentlich, oder? Moment, einmal ganz kurz. Nee, haben wir noch nicht. Okay, rein hier. Soll reichen. Aufwärmen. Was gibt's denn hier sonst so Schönes zu holen an der Stelle? Ah, hier werden wir bestimmt nochmal hinkommen, wenn es vielleicht wärmer ist später. Okay, aufgewärmt sind wir. Ja, wieso nehmen wir eigentlich so ein Ding nicht hier mit? Wir haben so einen Panzer hier rumstehen. Da können wir doch so ein Ding hinten drauf packen. Wäre uns immer schön beim... Achso, Energie braucht das Teil bestimmt. Ja gut, Energie haben wir nicht. So viel dabei vielleicht. Fährt ihr hier nicht mit Sonnenenergie? Ja, Solarenergie. Und das hier? Oh Moment, da ist ein Riesenberg vor uns. Ja, wir gucken mal, wie weit wir da kommen. Müssen wir außen rumfahren. Da wahrscheinlich, diese Richtung. Ja. Ach, da vorne haben wir doch schon irgendwas stehen von uns. Hier, da steht's. Wir fahren mal ganz kurz vorbei. Ich habe diesen Brei probiert, den die Angara essen. Der Geruch war großartig, aber der Geschmack weniger. Ich finde ihr Essen auch ziemlich fad. Oh, Pelissaria Bisail. Wie sollen wir nur jemals miteinander auskommen? Ja. Das hat man nun davon, wenn man Konversation machen will. Das ist super. Wir müssen die anderen auch mal mitnehmen, wenn die sich auch so witzig unterhalten. So, wir wärmen uns ja auch nochmal auf. Ach, wir sind automatisch dann aufgewärmt. Ja gut. Weiter geht's. Liebe Welt da draußen. Weiter. Hier vorne, da sind wieder diese Reliktwächter. Da brauchen wir erstmal auch gar nicht zu gucken. Darum kümmern wir uns eventuell später dann. Hier haben wir ein gefährliches Wesen, eine Kreatur. Ja, wir müssen wieder über den Berg hier. Da waren wir schon. Und hier sind diesmal auch keine. Ja, wunderbar. Ja, Vorsicht vor dem Baum. Dass vielleicht irgendwann mal ein Baum wird. Ja, auch um die anderen Sachen kümmern wir uns, wenn es hier etwas wärmer wird, bin ich dafür. Oha, das war jetzt gewagt. Hier dran vorbei. Aber es ist keiner da im Moment. Also von daher war das schon in Ordnung. Vorn scheint irgendwie eine Mine oder so etwas zu sein. Moment, sind wir hier? Ja, genau. Hier können wir etwas minen. Etwas minen. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Da, das Ding hat Energie. Bringt uns das nicht so ein bisschen Wärme auf? Wow, mitten durch. Egal. Ob wir über den Berg kommen jemals? Nein, das ist ja ein richtiger Berg hier. Da müssen wir wohl irgendwie dran vorbei hier. Also rüber, glaube ich, das versuchen wir gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Jarl, Sie sollen wissen, dass die Asari sich nicht so fortpflanzen wie die Cat. Nicht? Die Person, mit der wir uns paaren, bleibt unverändert und es entsteht dabei ein völlig neues Wesen. Aber dieses Wesen ist immer eine Asari. Ich wollte nicht andeuten, dass sie etwas Schlimmes tun. Die Asari haben mehr mit den Angara gemein als mit den Cat. Natürlich. Ich habe ihre Gefühle verletzt. Verzeihen Sie. Die sind aber kräftig am Flirten, finde ich. Oder die unterhalten sich einfach nur ganz nett. Muss ja nicht alles gleich immer Flirt sein. Oh, was war das jetzt? Ich dachte schon, wir sind stecken geblieben hier irgendwo.
Nein, so etwas wollte ich eigentlich nicht. In so ein Loch einstürzen. Ich komme nie wieder raus jetzt. Keine Chance. Ach, nein. Seitlich, wo wir da hin müssen. So, wir kommen von der Seite mal, weil man weiß ja nicht, was da unten wieder rumkreucht und fleucht. Das scheint ja schon zu sein da unten. Gucken wir erstmal ganz kurz. Ah, das kostet uns Energie. Weg da! Aha, die treffen wir von hier. Nö, überhaupt nicht. Den auch nicht. Nee, ist alles rot, alles rot. Abspeichern. Nicht, dass wir die ganze Strecke nochmal fahren dürfen. Gute Deckung hier. So, jetzt aber. Ach komm, egal. Echt jetzt? Die treffen wir nicht. Na, gerade haben wir einen getroffen, meine ich. Da war ein weißes X. Da, schon wieder. Müssen wir nur öfter schießen jetzt. Oh, die merken das gar nicht. Na also, Kopfschuss geht ja doch noch. Ach ja, wir haben die Rüstung irgendwann mal getauscht. Wir haben irgendwann mal diese Kopfschuss-Boni nicht mehr. Also die Rüstung für den Kopfschuss-Bonus haben wir nicht mehr. Deswegen wahrscheinlich. Sie Ratten! Yay! Da ist doch noch einer. Da unten ist keine Wärmequelle. Das ist gar nicht der richtige Ort, da müssen wir gar nicht hin, was? Das sollten dann hoffentlich alle gewesen sein. Oh nee, da ist noch einer. Jawohl. Wieso haben uns diese Angara angegriffen? Pathfinder, ich habe in der Nähe ein Datenpad geortet. Ja, super. Ich sehe hier auch schon irgendwas. So ein Sternchen und so. Angara. Angara. Was machen die mit turianischen Sachen schon? Waren die turianischer? Waren die überhaupt schon hier? Ein Datenpad. Eilige Nachricht. Übersetzt aus dem Schelesch. Ich habe die Koordinaten für den neuen Übergabeort bereitgestellt. Die Vorratslieferung soll noch heute stattfinden, also sputen Sie sich. Wenn die Sterne es gut mit uns meinen, ist in der Lieferung auch Schildtechnologie enthalten. Ich muss Sie erneut zur Diskretion mahnen. Sie dürfen niemandem von Ihrer Mission erzählen. Wenn Evra erfährt, dass wir ein Lager aufbauen, wird er handeln. Wir müssen so lange wie möglich unbemerkt weitermachen. Möge der Himmel sie leiten. Axul, Axul, den kennen wir doch. Axul hortet Vorräte. Warum? Das ist beunruhigend. Evra muss hiervon erfahren. Pathfinder, ich habe Orlisk darüber informiert, dass der Übergabeort jetzt sicher ist. Gut. Jetzt sollte der Widerstand seine Vorräte erhalten. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ich guck grade. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, aber wo jetzt? Ach, hier. Noch mehr? Ach, das ist doch alles nicht viel. Naja, egal.
Geht's noch weiter hoch? Ja. Tee. Exfiltration wollte ich doch gar nicht. Ich wollte die... Naja, muss man erst lesen und dann Tee gedrückt halten. Weg vom Planeten? Ach ihr seid sie mir. Wir sind doch noch gar nicht fertig. Sofort wieder zurück, tut mir leid. Fehler. Hallo. Falscher... World Orbit ist stabil. Das Witzige ist, wenn wir jetzt landen, sind überall wieder Feinde. Ja, wir nehmen das alles mit. Ach so, was war hier mit unserer Waffe, die jetzt nicht mal ganz so gut ist? Wir haben keine bessere. Okay, bestätigen. So geht's los. Die beiden nehmen wir wieder mit. Nähern uns der LZ. Ach nein, jetzt ehrlich? Da sind wir ja wieder da. Bei denen im Lager, naja. Oh nein, hier wird kein Fehler verziehen, sage ich euch, liebe Welt da draußen. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Genau, jetzt können wir erstmal zusehen, dass wir schnell, bevor wir erfrieren, zum Lager kommen und von da aus dann nochmal losstarten. Oh nein. Was sagte ich vorher noch? Wir verzichten mal darauf hier auf Bergbau. Wir müssen das erstmal alles hier warm kriegen. Schön muckelig warm. Ja, aber wenigstens so etwas. Wird mir noch belohnt. Das ist doch gut. Auch wenn sich das so anhört, ich freue mich hier. Auch wenn sich das nicht so anhört, das macht voll viel Spaß hier. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Sonst könnte ich das ja auch gar nicht machen. Wenn es keinen Spaß machen würde. Hey, wir erfrieren. Wo gehen wir hin? Hier ist frei noch. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Gut, jetzt schauen wir aber mal ins Log, ob wir vielleicht hier irgendwas gerade machen können, wo wir sowieso jetzt einmal hier sind, zufälligerweise. Und zusätzliche Aufgaben, das war Helios Aufgaben, müssen wir gucken. Und dann World. Besiedlung? Nein, Reformation. Ja, wir könnten jetzt mal mit einem Ruhmsucher hier reden. Oder das medizinische Lager können wir nicht machen. Treffen mit der Familie vielleicht. Versuchen wir das mal hier mit dem Ruhmsucher, dass wir mit dem reden. Die wollen sich nämlich selber umbringen, weil die ja den Glauben haben. Einen Moment, liebe Welt, wartet bitte mal. Das können wir auch gleich nochmal lesen in Ruhe. Die wollen sich umbringen, weil in ihrer Religion es ja heißt, wenn sie sterben, dann werden sie wiedergeboren. Aber ich liebe dich, Hera. Ich weiß. Wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Wir wärmen uns doch hier. Na schön, machen Sie nur. Schalten Sie es an. Ich sollte vielleicht nichts übereilen. Achso, wir wollten da mal reinlesen, bevor es gleich weg ist. Genau. Reformation, oh. Eine angaranische Priesterin hat ihnen von einer neuen religiösen Gruppierung erzählt. Ihre Mitglieder werden Ruhmsucher genannt und sind offenbar fest entschlossen, sich selbst zu opfern. Die Priesterin möchte, dass sie sie von ihrem Vorhaben abbringen. Mit einem Ruhmsucher reden, das wollen wir jetzt tun. Ruhmsucher, wir suchen dich. Behälter. Da war viel drin. Ich habe von dem Kettenhinterhalt gehört. Tut mir leid, wenn ich hier so ein bisschen schnell bin. Aber ihr kennt gut, das. Gut, die Gefahr ist vorüber. Begeben Sie sich zum Einsatz. Ach, da ist wieder was. Das war beim letzten Mal aber nicht da an der Stelle, oder? Das haben wir doch beim letzten Mal doch auch schon gescannt, meine ich. Sind wir überhaupt schon so weit reingekommen hier beim letzten Mal? Das kommt mir viel kleiner vor. Hm.
Moment, der kann doch jetzt nicht so weit weg sein, dieser Ruhmsucher. Wie geht's deiner Schau mal, Ryder ist wieder da. Was brauchen Sie? Danke, nichts. Dann will ich Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Machen Sie's gut und seien Sie vorsichtig. Nee. Hier drin, dann bekommen wir gar keinen. Das sah gerade viel näher aus, was wir da für ein Ziel haben. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Ja, ja. Ja, also wenn wir hier stehen, da sieht man oben... Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Dann sieht man oben, dass es... Lebenserhaltung ist stabil. Wunderbar. Dann sieht man oben, dass das doch ziemlich groß ist, das Zeichen. Also ganz in der Nähe sollte was sein, vermute ich jetzt mal. Aber dann gehen wir hier raus und weg ist es. Bist du das vielleicht, mit dem wir sprechen sollen? Kann das sein? Und es ist unter uns wohl. Und es ist weg. Ja, da ist es wieder klein. Ja, das ist die... damit komme ich nicht so ganz klar. Ich habe ja schon öfter gesagt, ich bin kein großer Gamer. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Vor YouTube. Ihr macht mich schon dazu. Oder habt es schon so halbwegs gemacht. Nein, aber immer noch. Ich kenne mich ja nicht so gut aus hier mit solchen Sachen. Ich weiß jetzt zum Beispiel, weiß ich gar nicht mehr, wie kommen wir hier überhaupt raus. Joel, mein Freund. Willkommen zu Hause, Bruder. Oh nein, lasst euch bloß nicht anquatschen hier. Ich weiß nicht, wie können wir den Nomad jetzt, wie schaffen wir das? Olisk, mit dir können wir doch auch reden, oder nicht? Nein, der lässt nicht. Doch, da war aber was. Ich wurde informiert, dass die Vorratslieferungen wieder durchgeführt werden und darüber, was sie verhindert hatte. Danke für Ihre Hilfe, Pathfinder. Ach, gerne geschehen. Noch was? Tut mir leid, Pathfinder. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Ja, wunderbar. Wie kommen wir hier raus? Terminal. Sie haben meine Kämpfer aus einem Arbeitslager der Kettre ausgeholt. Jawohl. Ich hatte sie schon fast aufgegeben. Es war richtig von Jarl, ihnen zu vertrauen. Ich werde ihnen für alles, was sie für uns getan haben, immer dankbar sein. Bevor Sie gehen, kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen? Scheinbar nicht. Vielleicht später. Das wäre vorerst alles. Sie finden mich hier, falls Sie Fragen haben. Super. Super, super. Es sieht gut aus, Team Edward Heath. Alles in Ordnung. Haben Sie Fragen? Nein. Ich denke, ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier. Da, 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 wer bist du? Du stehst noch. Und du? Auch nichts. Ich glaube, wir müssen da oben raus, da wo uns der Marker hinführt. Ist doch gar nicht so schwer, immer dem Marker nach. Aber hier war auch noch irgendetwas anderes. Genau, irgendwo konnten wir hier einkaufen, oder? Ich habe heute Morgen eine Nachricht von meinem kleinen Bruder erhalten. Er hat gefragt, wann ich nach Hause komme. Er ist jung, er versteht das noch nicht. Ich weiß nicht, was ich ihm antworten soll. Wie sagt man einem Kind, dass man vielleicht nie mehr zurückkommt? Ja, vielleicht erstmal gar nicht. Keine Angst machen. Wenn es soweit ist, dann wird er das schon merken. Ist das falsch? Na schön, machen Sie nur. Schalten Sie es an. Wir sind im Kreis. Ich sollte vielleicht nichts übereilen. Wir sind im Kreis gelaufen. Es war falsch. Da geht es lang. Und? Nichts? Nein, nein, Moment. Ah, doch, vielleicht. Nein, das war die Priesterin hier, genau. Willkommen zurück, Ryder. Ja, wir haben noch nicht mit dem Ruhmsucher gesprochen. Das wollten wir gerade jetzt tun. Ich danke Ihnen. Danke, danke. Aua, vor die Kiste gerannt. Kiste? Nicht los. Tut mir leid. Wie soll ich diese Blutung nur stoppen? Legen Sie einen Verband an und lassen Sie sich von... Maisi. Ja, war das nicht hier mit den medizinischen Vorräten? Joel, bist du zu uns zurückgekommen? Nur vorübergehend. Dann sind das wohl diese Fremden, von denen ich so viel gehört habe. Wissen Sie, wenn Joel nicht wäre... würde ich sie vielleicht töten. Das ist meine Freundin Maisy. Sie hilft bei der Versorgung des Widerstands. Das ist hier draußen bestimmt nicht leicht. Joel ist der Mutige von uns. Das haben wir alle schon. Viel Glück.
und passen Sie auf sich auf. Passen Sie auf, dass Sie Jarl wohlbehalten zu uns zurückbringen. Sicher. Und dann warst du das hier mit den Vorräten. Was kann ich für Sie tun? Nein, auch nicht. Nichts, danke. Ich komme wieder, wenn ich etwas benötige. Ich werde hier sein. Na, der hat ja schon jemanden auf dem Tresen. Ja, Mensch, ich bin mir sicher, hier ist irgendwo noch einer, mit dem wir sprechen müssen, dürfen, sollten. Ach, hier. Nein. Was brauchen Sie? Vielleicht später. Das wäre vorerst alles. Sie finden mich hier, falls Sie Fragen haben. Du, keine Fragen. Olisk, ja, aber haben wir doch gerade erst gesprochen, oder? Tut mir leid, Pathfinder, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Alles gut. Wir ja auch. Jarl, mein Freund. Ausgang. Willkommen zu Hause, Bruder. Ja, wem sagen wir denn jetzt Bescheid wegen den Vorratslager? Das Vorratslager ist wieder sicher. Da könnt ihr wieder hinschicken. Sie sind weiterhin in ihre Richtung unterwegs. Und Sie sind vollkommen funktioniert. Sie denken, ich würde einen guten Agenten abgeben? Ach, da steht einer. Moment, wer bist du? Kars, mit dir haben wir schon geredet gerade. Kaas. Ja, liebe Welt da draußen. Raus und dann geht's weiter. Hier finden wir nichts mehr. Mit wem haben wir denn da gesprochen? Wegen dieser Vorräte oder haben wir die Aufgabe schon abgegeben jetzt? Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Ja, ist ja nett. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Ach, hier können wir unser Gefährt uns holen. Schön. Ja, nichtsdestotrotz dürfen wir jetzt nochmal eine Ehrenrunde machen. Wir dürfen nicht nochmal uns exfiltrieren lassen von unserem Raumschiff. Es sei denn, wir wollen zurück und Zeit sparen irgendwie, dann vielleicht schon. Ah, egal. Der kann das. Hier leuchtet's rot. Ach, hier ist unser Raumschiff schon. Temperatur ist wieder normal. Aha. Ja, wie gut, dass keiner die roten Lampen geklaut hat, wollte ich gerade sagen. Aber guck mal, hier, alle roten Lampen sind weg oder zugeschneit oder so. Ja, von wegen Bergbau. Das lassen wir mal schön sein. Ich sehe im Moment. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Oh ja. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Wie schön. Da hat er das schon gesagt. Habe ich gar nicht gewusst, dass es geht. Das hat er aber gut gesagt. Gefällt mir. Rückwärts schnell geht nicht. Ach, wir sind schon wieder in einem Loch hier. Achso. Allradantrieb. Hier ist doch nichts. Das bisschen. Dafür. Oh ja, okay. Ich sehe schon. T. Geht nicht. R. Wir sollen gar nicht. R ist das. Ich habe sowieso die ganz falsche Taste vorhin gedrückt. Oh. Immerhin. Zwei Element Zero. Ah, das ist doch was. Gut, wir wollen aber trotzdem weiter. Das Ding, das bringt uns nichts an Wärme. Schnell weiter. Also echt, das nächste ist der Ruhmsucher dann doch. Wollen wir das jetzt erstmal machen? Können wir da hier? Ja, wir fahren hier runter. Oh nein. Oh doch. Oh, weiter. Oh, ja. Nach wie vor, das ist super, hier mit rumzuheizen. Da braucht man auch gar keinen Führerschein für, das geht auch ohne. Die Kette haben ein Lager aufgeschlagen. Seien Sie vorsichtig, Ryder. Ah ja, kein Problem. Kibi, wenn Asari bei der Göttin rufen, von wem reden Sie dann? Von mir. Ist doch klar. Natürlich. Die beste Antwort.
Hier können wir uns aufwärmen. Alles gut, das geht aber schnell hier. Immer den Spuren nach, wohl. Ja, ich kann schon mal vorausahnen, dass wir es in dieser Folge nicht schaffen werden, mit einem Rückzug zu sprechen. Nur so viel schon mal am Rande. Dieses Gebiet wurde von Relikten verändert. Etwas dort könnte für uns von Nutzen sein. Ja, aber wir suchen doch jetzt erstmal was ganz anderes hier. Hier müssen wir ganz schnell vorbei, und zwar weit dran. Schießen sie unser Fahrzeug kaputt. Wir müssen ja frieren. Und das ist ja auch nicht gut. Genauso schlecht ist es wie Reliktstätte. Möglicherweise mit ein paar Lauerern. Ja, genauso schlecht wie von Strahlung zerrissen zu werden, zum Beispiel. Das ist ein Signal, das von angaranischen Zivilisten verwendet wird. Es ist ein Hilferuf. Alles klar. Mal sehen, was wir tun können. Aha. Ja, das geht aber richtig ab dann hier. Das kriegen wir so schnell nicht. Haben die uns etwas schon entdeckt? Oh, Ryder. Wirklich? Hier? Jetzt? Hä? Aber Jarl ist hier. Was ist, wenn er aufwacht? Ach, egal. Ich will sie. Tun wir's. Okay, fahren Sie rechts ran. Ich gebe Ihnen beiden etwas Privatsphäre. Ich wusste, Sie haben nur so getan. Anscheinend war ich nicht der Einzige. Ja, wo ist denn das Notsignal? Widerstandsfalle. Den Rauch untersuchen. Die sind da? Cat. Ich erkenne ihr Feuer. Haben die ein anderes Feuer? Leuchtet das kettisch? Ja, die werden uns doch von da aus nicht schon sehen können. Wir könnten sie von oben. Ich glaube, oben kommen wir noch näher ran. Ja gut. Wieso bleibt er da stehen? Er soll sich erschießen lassen. Ohne zu murren. Das tut bestimmt weh. Erwischt. Na, jetzt aber schnell. Ah, wir sollen wohl jemanden abholen da unten. Ja, aber die Aktion gerade mit Peavy und Jarl. Sehr witzig. Alles eingestiegen hier? Was ist hier los? Benners! Danke für Ihre Hilfe. Jeder Feind der Kette ist unser Verbündeter. Was ist hier los? Wir dachten, hier wären Zivilisten, die Hilfe brauchen. Diesmal nicht. Wir gehören zum Widerstand und haben dafür gesorgt, dass die Kette bekommen, was sie verdienen.
Eine Gruppe von ihnen hat immer wieder Shuttles angegriffen. Sie haben Unschuldige getötet und ausgeplündert. Ich wusste, das Signal würde sie anlocken. Sie würden der Aussicht auf unbewaffnete, wehrlose Opfer nicht widerstehen können. Guter Plan. Clever. Und wie es aussieht, sind sie darauf reingefallen. Was sie getan haben, bringt weitere Leute in Gefahr. Genug geredet. Da kommen noch mehr Cat. Brauchen Wärme. Schon. Weiter. Oh nein, ich vergaß, der Ladebildschirm. Oh, liebe Welt da draußen, das dürfte jetzt so ein paar Minuten, nicht länger als 10 Minuten dauern. Oh nein, da sind wir schon wieder. Och. Ja, habe ich meinen Unmut schon? Ja, habe ich schon. Über die Ladebildschirme. Speicherpunkte habe ich meinen Unmut schon ausgedrückt, ja. Peng. Mir egal, diesmal machen wir es anders. Aufwärmen, das Zeug holen. Oh, das Zeug. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ja, das Zeug ist diesmal gar nicht da. Richtung aufbauen. Tut mir leid. Vorsicht, Vorsicht. Na, wir fahren einfach drüber, das schaffen wir schon. Perfekt geparkt. Danke für Ihre Hilfe. Jeder Feind der Kette ist unser Verbündeter. Was ist hier los? Wir dachten, hier wären Zivilisten, die Hilfe brauchen. Diesmal nicht. Wir gehören zum Widerstand und haben dafür gesorgt, dass die Cat bekommen, was sie verdienen. Eine Gruppe von ihnen hat immer wieder Shuttles angegriffen. Sie haben Unschuldige getötet und ausgeplündert. Ich wusste, das Signal würde sie anlocken. Sie würden der Aussicht auf unbewaffnete, wehrlose Opfer nicht widerstehen können. Ja, guter Plan nochmal, wie ich finde. Das wird Folgen haben. Ja, ich weiß nicht. Guter Clever. Plan. Und wie es aussieht, sind sie darauf reingefallen. Was sie getan haben, bringt weitere Leute in Gefahr. Genug geredet. Da kommen noch mehr Cat. Der muss schon nicht so rumzappeln. Genau. Ach Mann, hat er sich geduckt einfach. Volltreffer. Das sind... Oh, da oben stehen sie. Das sind viele. Ja, aber wenn die so stehen, dann ist gut. Ah, ein Schuss. Ein Treffer. Ein Cat weniger. So mag ich das doch. Ja. Ich freue mich auch, dass es ab und zu mal klappt. Ich sehe nicht.
Zappel nicht so. Zwei sind. Einer? Na, wo habt ihr den letzten versteckt? Wir haben noch keine Zeit. Wir müssen uns aufwärmen wieder. Geschafft, oder? Aufwärmen gehen, zack, fertig. Ja, nicht, dass ich jetzt hier Großaufgaben unbedingt schnell abarbeiten wollen würde, aber es ist hier ganz schön kalt auf dem Planeten. So, dieser Dschungelplanet, der war doch ganz angenehm. Ja, da hat man aber nichts gesehen, das war auch wieder. Weg da! Hast du denn nicht gesehen, dass ich da vorbei möchte? Dschungelplanet, da waren auch die Ladebildschirme nicht so lang. Aufwärmen. Gut. Wo sind sie denn hin jetzt hier, unsere Kumpels? Könnt ihr hier reingehen? Habt ihr hier... Ach, die sind einfach abgehauen. Wir haben aber schon geschafft, meine ich. Ja. Wir sind fertig hier. Komm rein. Lebenserhaltung ist stabil. Einmal hier drauf parken. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Ach, hier oben. Nee, ihr habt nichts mehr zu sagen. Okay, ihr seid aber auch nur noch zu zweit, oder? Einer und steht ineinander. Ihr steht aufeinander. Da steht... Oh. Nicht sabbeln, gucken, wo man hinfährt hier. Ihr steht aufeinander. Habe ich doch gerade schon gesagt. Ja, war doch richtig. Alles gut. Diesmal machen wir es richtig. Wir sollen da oben hin, irgendwo. Ja, und da sehen wir schon die Relikte. Natürlich, wenn wir hier jetzt erstmal die Aufgaben so weit... Aufgaben Sagen soweit, Sie mal, Joel, Sie riechen so angenehm. Also nicht nur jetzt, immer. Danke. Ich hab's gern. Da vorne, Cat! Wo Cat sind, ist der Ärger nicht weit. Wir müssen uns darum kümmern. Oha. Ein bisschen weit. Hm? Waren da nicht gerade zwei? Sind die runtergesprungen von der Brücke? So viel Gewalt. Der hat ein Glück. Wir treffen immer schön am Kopf vorbei. Ach, das gibt's doch nicht. Ich möchte den Nomad nicht riskieren, wenn der kaputt geht hier. Na also, dürfen wir das wagen? Der letzte.
Okay, wir sehen niemanden, dann schießen wir einfach irgendwo. Das wird schon. Oh. Sind doch noch mehr. Na, das ist doch jetzt wieder nichts, Mann. Und Ladebildschirm. Aber das ging gerade auch ganz schnell. Vielleicht geht's ja diesmal auch etwas schneller. Hm, nee, ja doch. Ach so, jetzt landen die erstmal. Joa, schön. Das haben sie gerade gar nicht gemacht. Wir sind nicht allein. Ausgezeichnet gemacht. Nicht so weit gucken, glaube ich, wie wir hier. Das ist unser Vorteil. Feinde! Ja, wir können durchschießen normalerweise, aber wir sind zu weit weg. Wo Cat sind, ist der Ärger nicht weit. Wir müssen uns darum kümmern. Ach, da sind noch so viele. Kalt, 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 kalt. Sag ich mal. Merkt schon keiner. Ja, aber trotzdem ist es total kalt hier. Los, rein hier. Warm. Ich habe auch immer schön die Heizung angelassen. Einer ist noch da, glaube ich. Wenigstens einer noch. Hat der da was liegen? Ach, der hat da auch was liegen. Egal, der ist schon tot, der merkt das nicht mehr. Außerdem war der frech. Immer nur Dreier, wir kriegen keine Vierer. Vielleicht ist drei das Letzte, was man hier kriegen kann. Ja, wenn dieser Nomad ein bisschen mehr aushalten würde. Wir haben ja schon Panzerung bekommen, aber wir konnten die nicht anbauen. Warum auch immer. Weit weg. Ja, das war der Gut. Ah, so langsam haben wir den Dreh aber raus, dachte ich. Aufpralldämpfer. Na, immerhin. Wo ist hier das Ausrufezeichen? Irgendwo? Oh, 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 wir müssen näher ran, sonst... Nee, das gibt nichts. Sprengsätze bei sich. Und das sieht aus wie eine Art Kettzünder. Was hatten Sie vor? Das gefällt mir nicht. Ich würde das Gebiet gerne durchsuchen. Oh, wir erfrieren gerade. Das Gebiet durchsuchen würde er gerne. Wieder runter der Brücke mal nach. Die wollten die Brücke sprengen oder so. Kommt man ja auch ohne Brücke rüber.
Einer weniger. Ja, wie viele gibt's noch? Oh nein! Da oben ist nichts. Auf der anderen Seite dort vielleicht. Wir werden erfrieren! Los, tragt mich! Wenn ich gleich ein Eisblock bin, dann... Tragt mich zum Nomad. Baut keinen Schneemann aus mir, das mag ich nicht. Ja komm, jetzt sind wir einmal da, dann gucken wir am anderen Brückenende auch noch. Oder Anfang. Aber hier scheint nichts zu sein, na gut. Doch jetzt auch nichts mehr. Haben wir das dann nicht eingesammelt? Nimm das doch mal weg da. Sag schon, nimm das. Nimmst du nicht? Oh, dann. Vielleicht war es das ja auch. Ja, das ist ein Fahrzeug oder so etwas. Ohne Räder. Da vorne ist noch was. Ein Klacks. Ja, allerdings, das könnten wir öfter machen. Da ist noch was. Gut, dass ich so ruhige Hände habe. Noch mehr hier? Das hier geht nicht. Das hier können wir nicht mitnehmen. Nein. Ja, ich habe jetzt aber auch noch keinen Bescheid bekommen. Habe ich zumindest nicht. Aber hier. Moment. Achso, das ist die Kiste. Ich habe jetzt keinen Bescheid gesehen oder bekommen, dass es hier nichts mehr gibt. Auf der Brücke oben habe ich nichts mehr gesehen. Hier unten eigentlich ja auch nicht. Aber wir waren weit weg. Vielleicht sieht man es nur, wenn man näher ist. Alles in Ordnung. Ja, es ist alles in Ordnung hier unten. So, dann geht's weiter. Wir suchen ja immer noch hier den Ruhmsucher. Auf der Brücke vielleicht? Nein. Es hat mich jetzt gewundert, dass zum einen, dass das relativ einfach ging und zum anderen, dass wir keine Nachricht bekommen haben, dass wir das geschafft haben. Ja. Dann müssen wir das nicht doch mitnehmen? Können wir ja nicht. Warum lassen wir das denn liegen? Ja, vielleicht haben wir es kaputt gemacht. Reicht schon, wenn es kaputt ist. Ja, weiter geht's also. Die Suche nach dem Ruhmsucher. Und das machen wir allerdings dann doch in der nächsten Folge. In dieser Folge haben wir scheinbar die Brücke gerettet hier. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure, da kommen die Erfahrungspunkte, und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.